Vorgehen nicht gefällt. Aber dran halten muss ich sie trotzdem. Ich soll jetzt für jede Bestellung hier antanzen und sie von dir absegnen lassen? Das ist lächerlich. Selbst der Hausmeister kann seine Getränkebestellung selber machen. Der hat mit seinen Komplizen auch nicht 3 Millionen Euro unterschlagen. Tanja, dass sie keine Prokura mehr haben, das haben sie sich selber zuzuschreiben. Genauso wie Ansgar und Sebastian. So, das kann an den Stofflieferanten gefaxt werden. Ach, und Tanja? Kommen Sie nicht auf die Idee, morgen doch einen Mitarbeiter in die Firma zu schicken? Wenn nur einer beim Betriebsausflug fehlt, mache ich Sie dafür verantwortlich. Na, Chefin? Ben, wie schön. Du kannst dir nicht vorstellen, was die letzten Stunden hier los war. Gott. Ich bin ganz ohr. Oh nein, bitte nicht. Ich bin so froh, wenn ich mal ein paar Minuten abschalten kann. Du bist der einzige Mensch, der keine Hintergedanken hat, wenn er mit mir zusammen ist. Ich habe immer einen Hintergedanken, das weißt du doch. Ja, ich danke dir für dieses opulente Abendessen. Noch lieber wäre ich dein Koch gewesen. Du hast es bestellt. Das ist mehr, als man erwarten kann. Und außerdem, nicht zu vergessen, deine wunderbare Massage. Ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Verwöhnprogramm. Der Höhepunkt steht noch bevor. Nein, Ben. Oh Gott, das klingt so verführerisch. Aber nein, das müssen wir leider verschieben. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es tut mir leid, aber ich muss heute Nacht noch etliches abarbeiten. Ich auch. Ich habe nämlich für morgen einen Betriebsausflug organisiert. Das heißt, es wird niemand hier sein und ich kann in aller Ruhe ein paar persönliche Kundengespräche führen. Es waren ja nicht alle auf dem Empfang. Und Sie sind bestimmt verunsichert wegen der neuen Struktur im Konzern. Was du da tust, ist gar nicht gut. Was? Wieso ist das nicht gut? Du arbeitest zu viel. Ich mache mir echt Sorgen. Ach, oh, das ist lieb von dir. Aber das ist völlig unnötig. Außerdem hat mich dein kleines Verwöhnprogramm bestens gerüstet für ein bisschen Nachtarbeit. Okay, dann warte ich hier auf dich, okay? Ben, es wäre mir lieb, wenn du nach Hause fährst. Ich muss dir helfen. Deine Firma amüsiert sich, während du hier arbeitest. Ach, Ben, ich hab dir doch erklärt, ich möchte die Ruhe nutzen, um Kundenpflege zu betreiben. Ich weiß. Ich habe aber auch in deinem Kalender nachgelesen, dass du heute sonst keine Termine mehr hast. Und jetzt mal im Ernst, das mit den Kunden kannst du doch auch noch morgen machen. Warum sollte ich das tun? Weil du heute endlich mal wieder ganz alleine mir gehörst. Das wird zwar keine Fahrt durch Japan, aber dafür eine romantische Spritztour aufs Land. Und zwar zu einer Ausstellung eines japanischen Künstlers. Ben, was soll das? Du hast doch gestern selbst gesagt, dass es besser wird und du wieder mehr Zeit hast. Ja, und ich habe mir gedacht, heute ist ein guter Zeitpunkt, um damit anzufangen. Hey, lass uns leben. Ich fahre nirgendwo hin. Die Mühe hast du dir leider ganz umsonst gemacht. Sind Sie sicher, Gräfin Lahnstein? Ja, ja, ich bin ganz sicher. Ich brauche Sie und Ihre Leute heute nicht. Ich aktiviere dann die Schließsysteme und die Alarmanlage, wenn ich heute Abend gehe. Wie Sie wünschen. Ja. Ja, dann einen schönen Tag für Sie. Wiedersehen. Wiedersehen. Ruf doch jetzt ein paar Kunden an. Ich warte so lange und dann können wir wenigstens am Nachmittag einen Ausflug machen. Dir ist offensichtlich nicht klar, wie wichtig meine Arbeit hier ist. Kunden ruft man nicht eben mal so an und fragt, hallo, wie geht's? Du bist sehr ungerecht. Geht nicht immer nur um dich. Und überhaupt, du blätterst heimlich in meinem Terminkalender? Du entscheidest über meinen Kopf hinweg, was soll das? So, und jetzt wäre ich wirklich gern allein. Du schreibst mir nicht vor, wann ich gehe und wann nicht. Ich reiß mir hier den Arsch auf, hier eine Massage, da ein Abendessen. Aber das ist ja alles nicht gut.
Die Dame möchte lieber in Ruhe gelassen werden. Das stimmt überhaupt nicht. Neulich, da machst du mir noch klar, dass du eigentlich mehr willst als nur eine Affäre. Dass dir das Ganze viel bedeutet. Mir übrigens auch. Aber ich lass mich nicht jedes Mal einfach so abspeisen, wie es dir gerade in den Kram passt. Es hat sich in letzter Zeit einfach furchtbar viel verändert. Ach ja, stimmt. Die Gräfin ist ja jetzt Konzernchefin. Da kann sie ihren kleinen Toyboy bei Bedarf einfach abbestellen, ja? Es reicht. So läuft es nicht. Elisabeth, du verbringst mehr Zeit mit mir. Oder das war's. Er wollte mich einfach nicht verstehen. Ja, dann ergab ein Wort das andere. Wir waren beide aufgebracht und ja, dann ist er einfach abgerauscht. War nicht mit mir, Fräulein. Das sag ich dir. Du servierst mich nicht so einfach ab. Nicht mich. Verpiss dich, du Penner! Hey, das klingt nach einem ganz normalen Beziehungsstreit. Nein, Charlie, das war kein normaler Beziehungsstreit. Dass er so die Kontenance verlieren kann, das hat mir regelrecht Angst gemacht. Ich werde dir schon noch zeigen, wo du hingehörst. Zu mir! Was? Elisabeth, vielleicht hat Ben ja nicht ganz unrecht und du arbeitest wirklich zu viel. Ja, aber trotzdem. Ey, lass mir von ihm doch keine Vorschriften machen. Also ich bin mir sicher, dass er das so nicht gemeint hat. Er will doch nur dein Bestes. Gib ihm noch eine Chance. Dann kommst du angekrochen. Ich hoffe, ich konnte Sie zufriedenstellend über die neuen Strukturen im Konzern aufklären. Sehr schön. Ja, gut. Und grüßen Sie mir Ihre Gattin. Ja, wiederhören. Wie sind Sie hier reingekommen?